Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Degnodum, zu einem neuen Part Pokémon Schwert in dem Zwergenfürst. Ja, ohne lange Umschweife, sage ich gleich mal, es geht hier weiter. Auf dem Weg durch den Champ Cup. Das Halbfinale des Finalturniers steht bevor. Bitte begib dich zum Kampfplatz, sobald du bereit bist. Ich bin bereit. Auf geht's zur zweiten Hälfte. Ja, die erste Hälfte vom Champ Cup Finalturnier haben wir schon bestanden. Auf geht's zur zweiten Hälfte. Let's go! Zwei weitere Trainer bis zum Champ. So, hinein in die Arena stellen wir uns dem nächsten Trainer. Wir starten nun in die zweite Runde des Finalturniers. Welcher der vier verbleibenden Trainer wird am Ende des The Champ gegenübertreten? Nein. Weiter geht es mit dem ersten Kampf der zweiten Runde des Finalturniers. In der ersten Runde konnten Zwergenfürsts sich in einem unerwarteten Kampf gegen Beatis durchsetzen und hatte selbst einer netten Kate bezwungen. Wird er seine Siegesserie fortsetzen? Nicht, wenn er es nach Zayda, dem Wunderkind des Galar-Karate, geht. Ein riesen Applaus, bitte. Eins steht fest, dieses Mal werden meine Attacken wie die Faust aufs Auge passen. Mein Team wird bei dir ordentlich für Herzrasen sorgen. Bist du bereit? Dann komm und kämpfe. Bereit geboren. Sag's immer wieder. Von mir aus kann's losgehen. Let's go, let's fight. Ein alterer Zayda fordert mich aus. Rizladero. Die Musik mal einen Ticken leiser stellen. Du hast mich zwar schon immer besiegt, aber jetzt sehe ich dir, was ich wirklich drauf habe. Okay, Rizladero ist jetzt wirklich nicht zu missachten. Das ist jetzt wirklich kein... Ja, mit dem hatten wir schon Pokémon Y in der 6. Generation einige Probleme in der Top 4. Ein mega starkes Top 4 Pokémon. War das Pokémon Y oder war das... Nee, ich glaube, das war so die 5. Generation, die... Das war Pokémon Weiß, Pokémon Schwarz und Weiß. Das ist wirklich das... Also... Dieses Pokémon ist wirklich nicht zu missachten. Also in der 5. Generation war es das zumindest. Ziemlich starkes, wirklich. Also wirklich heftiges Pokémon. Wenn man da die falschen Spielpokémon mit dabei hat, dann kann das schon... Vor allem wenn man unterlevelte Pokémon hat, dann kann das schon mal schmerzhaft enden. Na komm, Feuerball. Attacke. Sehr gut. Da war das erste Pokémon besiegt von Team Zayda. So. Legios. Das klingt auch nicht so schlecht. Das ist... Achso, das Ding war das. Legios. Ja, das putzige Nachricht und Glied Pokémon. Na dann, versuchen wir nochmal Nitro-Ladung. Es ist effektiv. Okay, ja. Funktioniert. Felsgrab. Okay. Ich versuch's mal mit Risikodeckel. Na komm. Auch nicht schlecht. Oha. Sogar noch besser. Aber Risikodeckel ist natürlich ein bisschen riskant. Wie es schon... Ja. Risikoreich. Wie es schon der Titel des der Attacke sagt. Ist nicht ohne. Jetzt halt ein bisschen Rückstoß. Top-Genesung. Ach du Schande. Ja, stimmt. Das gibt's ja auch noch. Das können die... Das können die auch machen. Na, das war ja ein Volltreffer. Das muss ja einer gewesen sein. Lohenkanonade. Na komm. Das muss doch jetzt das Ende sein. Sehr gut. Naja, das Ende ist es noch nicht, aber das Ende von Neos.
Da waren es noch drei, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ein Level plus für Takiru. Nein, ich möchte weiterkämpfen. Erstmal auch weiterkämpfen. Oh, Quarkto. Das ist doch ein Wasser-Pokémon, oder? Was, ich kann mich nicht bewegen wegen Rückstoß? Ach, du Schande. Da war es im Modi geschehen. 2:2. Gleichstand. Momentan. So, ja, Blacky, sehr effektive Attacken. Na dann, versuchen wir es damit. Mit meinem Kramor. Gut, großartig. Drei hat er noch. Da sind es zwei. Drei hat es noch. Das ist leider natürlich eine Siege. Oha. Oktoklammer. Halt durch, Blacky. Okay, ja, das war ja. Ja. Ich bin wenig beeindruckt. Pflücker. Na komm. Attacke. Und da waren es nur noch zwei. 3:2 für mich. Lauchzelot. Ach, den haben wir ja auch noch nicht gesehen. Wenn wir vielleicht nach diesem Champ-Cup fangen können. Oder können wir den gar nicht fangen? Den Lauchzimmer, den hätte ich auch mal gerne noch mal gefangen. Ins Team nehmen, naja, müssen wir mal schauen, aber erstmal fangen, wäre gar nicht schlecht. Oh, da war schon mal besiegt. Da war es noch eins. So, der letzte bitte. Weiter kämpfen. Der Doktor bittet in sein Wartezimmer. Der letzte bitte. Maschomai. Ja, was sonst beim Kampf, beim Kampfteam. Ja, Blacky, die gibt ordentlich Kraft, die. Dann versuchen wir mal das. Und die Menge sinkt. Die Menge ist am Singen. Und singt ihre Jubellieder. Man kann aus den Jubellieder nicht wirklich erkennen, wer jetzt für wen singt. Aber, ja, ich werde bestimmt da auch meine Fanbase stehen haben. Beide wahrscheinlich, Zelda und ich. Und wir zwei. Oha, wieder mal der Kampf der Giganten. So muss es sein, am Ende eines gigantischen Kampfes. Giganta, der nächste Macho Mai. Na komm. Der Kampf gegen Giganten. Der gesetzt Design. Deiner Düse. Aua. Und es schlägt. Das ist mal schon mal vernichtend. Naja. Geschlagen hat es noch nicht, aber. Beinahe. Oh, deiner Wand. Aua. Das ist hier mal. Das ist hier die vernichtende Attacke. Aua. Da wurde Blacky besiegt. Dynamax am Boden. Das hatten wir ja auch noch nie. Das hatten wir auch noch nie zuvor. Das ist ja auch einzigartig. Das sind Pokémon hier wirklich. Oha, nicht sehr effektiv, nicht sehr effektiv. Na gut, Mini, du jetzt. Da kommen die letzten paar KP. Hoffentlich hält das sich nicht nochmal. Das kriegen wir doch auch noch hin. Ein Blättersturm. Na komm, lass dich nicht so einfach besiegen. Was? Mach schon mal die Farm. Ja, Feuersturm, das ist jetzt natürlich suboptimal. Der Attack hat Maschumai verfehlt. Also, das kann doch gar nicht. Los, auf. Ach, du Schande. Der Blacky war jetzt hier die effektivste in der Sache. Aqua-Durchstoß. Na komm. In der Feuerattacke dürftest du auf jeden Fall effektiv sein. Oha. War ja nicht so effektiv. Giga-Fokusschlag. Okay. Angst. Auha. Na komm, noch wenige KP. Dann wird's auch schon wieder klein. Wir haben nur noch Prof und Takiru. Oha. Würde das was werden? Aqua Knarre. Na komm. Nicht aufgeben.
Oha, das ist jetzt hier wirklich ein... Es geht jetzt so um die einzelnen KP noch. Das ist doch schon im roten Bereich. So, Takiro, wir brauchen dich jetzt einfach mal zum... Ja, eigentlich einen Top-Beleber bräuchten wir jetzt. Das wäre jetzt eigentlich mal Zeit. Ja, der kann jetzt nicht kämpfen. Jetzt wäre es einfach mal gucken, Top-Beleber, ja genau. Auf Blackie. Ja, Blackie ist jetzt hier der effektivste, den wir einsetzen können. Feuerschlag. Auwei. Ein Volltreffer. Immerhin ein Volltreffer. Ja, der nächste Hit, der wird sowieso. Verliert Intensität. Ja, Beutel, ich nutze jetzt mal den Beutel. Zur Sicherheit hier nochmal ein Beleber. Auf, ja, wen wollen wir dann? Rufus, ich glaube Rufus, der kann es noch. Der könnte es noch zur Not ein bisschen rocken. Feuerschlag. Verbraucht in den Attacken. Deine Attacken kannst du verbrauchen. Hat er nicht viel genutzt. Nein. Darauf wollen wir nicht einsetzen. Blackie ist dran. Und die Menge ist dran singen. Jo. Na komm. Sturzflug ist sehr effektiv. Na komm. Das muss es jetzt sein. Oh, jetzt mit einem finalen Sturzflug. Maschumai besiegt. Ja, das war zum Ende ein Zweierkampf. Aber wir haben es dann doch noch hingekriegt. Wir müssen Rückstoß. Und neues Level für Blackie. Hervorragend. Seid aber besiegt. Unfassbar, wie stark du bist. Ein Haar hätte ich barfuß. Ich bin die Flucht ergriffen. Du gewinnst 17.280 Pokémon-Dollar und gehst siegreich durch den Kampf gegen Saida hervor. Und Zwangfürst macht den. Und Zwangfürst macht den Sack zu. Saida ist besiegt. Danke für den Kampf. Dass ich verloren habe, ärgert mich natürlich. Aber ich fühle mich auch seltsam erfrischt. Ich kann es nicht leugnen, gegen dich zu kämpfen macht einfach Spaß. So gesehen war das für mich der perfekte Kampf. Du wirst auf deinem Weg noch unzählige Kämpfe bestreiten. Mögen sie dein Herz weiter stählen. Wir verabschieden uns erneut für eine kurze Pause, meine Damen und Herren. Bleiben Sie dran. Gleich geht es weiter. Aha, so sieht das aus. Ja, da jetzt seiner verloren hat, stehe ich jetzt im nächsten Kampf gegen Roy. Der wohl gegen Ness, wie wir im letzten Part festgestellt haben, der gegen Ness gekämpft hat, parallel, und gegen Ness gewonnen hat. Hier sind die Ergebnisse von Runde 2. Oha, wie es aussieht, hat Roy mit Ness kurzen Prozess gemacht. Hey, nicht schubsen, Mary. Ah, Ness. Da wurde geschlagen und jetzt fühlt er sich nicht so toll. Oder was? Oh, Zwangfürst, tut mir leid. Nach meiner Schlappe wollte ich unbedingt, dass Ness dich als Revanche besiegt. Aber was macht mein großer Herr Bruder? Er fliegt sofort im Kampf gegen Roy raus. Echt toll gemacht, Ness. Das denken bestimmt alle, dass unsere Familie nichts auf dem Kasten hat. Ach was. Ja, weiß doch, wie stark Roy ist. Und dafür, dass ich komplett auf Dynamax verzichtet habe, konnte ich echt gut mit ihm mithalten. Naja, gut, man kann auch Kämpfe ohne Dynamax bestehen. Dynamax ist jetzt nicht so ein entscheidendes Feature, was jetzt Kämpfe entscheidet oder so. Das ist also so. Da halten die Spieleentwickler sich auch irgendwie zu. ein bisschen zu brillant. Halten sie den Move irgendwie zu brillant. Aber gut. Das haben die Zuschauer schon geschnallt. Da bin ich mir ganz sicher. Das ist mir schon klar. Ich habe genau gesehen, was für einen tollen Kampf du hingelegt hast. Aber genau deshalb wollte ich auch unbedingt, dass du gewinnst. Ich bitte dich, Zwergenfürst, schnapp dir den Titel. Ich feuer dich auch an.
Sorry, dass wir dir gerade mit unserem eigenen Drama ein Kotelett ans Ohr gelabert haben. Gibt's dieses Sprichwort? Das ist sicher das Letzte, was du vor dem entscheidenden Kampf des Turniers brauchst. Genau. Ja. Aber gut. Wai wartet schon auf dem Platz auf dich. Zeig ihm, was eine Hake ist. Ja, gern doch. Brechen wir gleich auf. In den nächsten Kampf. Der letzte der Top 4, wenn man so will, von Ghana. Man könnte es glatt als Top 4 bezeichnen. Es ist soweit, meine Damen und Herren. Der letzte Kampf des Finalturniers beginnt. Wer wird sich das Recht erstreiten, den unschlagbaren Digilion herauszufordern? Wird es zwangsweise sein, der glänzende neue Stern am Trainerhimmel? Oder wird es der ewige Rivale des Champs sein, Noi, der Drachensturm? Jetzt hast du es also bis hierher geschafft. Du bist echt eine Nummer für sich. Digilion hat dir die richtige Entscheidung getroffen, als er dir die Empfehlung geschrieben hat. Sieht so aus, als müsste ich erstmal an dir vorbei, wenn ich gegen Gideon antreten will. Und sieht so aus, als ob ich erst gegen an dir vorbei muss, lieber Roy, bevor ich zu Gideon in den Champ-Kampf trete. Ich bin so scharf auf dieses Duell, dass ich mein ganzes Team auf Einzelkämpfe. Du denkst nun sicher, für wen hält sich dieser Typ? Er hat doch das letzte Mal schon verloren. Aber glaub mir, in diesem Kampf wirst du einen völlig anderen Roy kennenlernen. Na, da bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Roy. Arenaleiter Roy fordert dich heraus. Mit seinem Drachen-Pokémon. Roy setzt Quartel ein. Rufus ist als erster dran. Okay. Dynamic Swing wieder aktiviert. Dürre von Schwammel, Quartel wirkt. Dürre erzeugt man von der Kraft der Sonne. Ja. Ja, nee, ist klar. Versuch's mal im Face-Wurf. Das kann ich mir vorstellen, dass das wirkt. Ja, oder auch nicht. Dadurch, dass es dreimal einsetzt oder viermal, wirkt schon ein bisschen was. Oder fünfmal. Durch das mehrmal einsetzen, das ist doch schon gut. Ja, kann man machen. Muss man nicht, kann man aber. So Nahstrahl. Auweil. Das ist keine schlechte Attacke. Aber ich halte es aus. So, Felswurf. Machen wir es alle, indem wir es mit kleinen Felsen bewerfen. Ja, auch eine Taktik. Was? Das war schon ein Däner. Okay, schläfrig gemacht. Von mir aus. Kampfgenesung. Ach du Schande. Hauarbeit. No. How about nope. Ja gut. Zweimal getroffen. Das ist ja so, ist das jetzt ein bisschen. Das ist jetzt ein bisschen schlecht. Hyperalarm haben wir hier. So, Rufus. Kann jetzt selbst noch schlafen. Wieder aufstehen. Aufwachen und weiter kämpfen. Body Press. Okay. Na komm. Dann versuchen wir mal Antike Kraft. Ja, nicht schlecht. Aber nicht gut genug. Solarstrahl. Das könnte schon das Ende sein. Muss nicht, kann aber. Ja, das war's mit Rufus. 0-2-1 für mich. 0-2-1 für mich. 1-0 für Roy. Ja, wie wär's denn mit Prof? Ja, können wir mal mit Prof anfangen können. Ja, anfangen nicht, aber mal es mit Prof weiter versuchen. Quarte scheint doch ein wenig Lava und feueraffin zu sein. Könnte doch ein Aquadurchstoß etwas bringen.
So, ordentlich. Naja, ordentlich kann, ist was anderes, aber wir haben es geschafft. Neues Level finden die Lein. Viscoban. Weiterkämpfen, natürlich. Okay, das ist jetzt nicht mehr Feuer. Das ist jetzt nicht mehr so das Ding. Fesselgrab, wie wär's denn da? Felsengrab, das wie wär's da? Fesselgrab. So, Felsengrab. Na komm. Es regnet so ein kalter Regen, geht bei meinem Pokémon direkt auf die Haut oder so. Felsgrab. Ja, da haben wir schon effektiveres gesehen, aber. Ja, ich glaube, eine Wasserattacke bringt es jetzt hier nicht so wirklich. Das ist jetzt eher ineffektiv. Ein Donner. Ja, du und deine. Und wetterverändernden Attacken. Was? Okay, Donner, ja, das war. Dies, da habe ich es mit Blitz verwechselt. Na komm. Oha. Das wird knapp. Na, das wird gar nicht knapp. Donner haut jetzt rein. Auf besiegt. Ja, was zu erwarten war. So, wen wollen wir jetzt noch opfern? Nini, ja, du bist dran. Das erste, das zweite Pokémon, also. Ja, gut. Dann werden wir wohl ein paar Beleber einsetzen müssen. Blättersturm, da kommen die letzten KP. Vegetarier von Viscagon wirkt. Okay. Das heißt, nichts Gutes oder was? Wenn der Tag ist daneben gegangen oder was? Wo ist Turbo Dreher? Da wirkt denn Vegetarier gar nichts mehr. Vegetarier wirkt das Pflanzenattacke. Da habt ihr aber die Sache mit den Vegetariern ein bisschen falsch verstanden. Naja, vielleicht schon. Also Vegetarier fressen Pflanzen. Das ist, vielleicht kann man es. Ja, das ist. Naja. Vielleicht kann man es so auslegen. Und fressen die Pflanzenattacke und dann. Ja. Das ist mit viel Fantasie. Eine Fleischattacke wäre dann effektiv gegen Vegetarier. Das wäre doch mal eine schöne. Ja, Typ Feuer, das ist. Und ich greife jetzt hier mitten hinein an. Ah, alles klar. Nice try. Das wäre doch mal eine neue Idee. Für eine Pokémon-Sache. Okay. Ich brauche den Prof zurück. Aber erstmal Blackie. Ein Pokémon-Typ, Typ Fleisch. Nein, bitte nicht. Das wäre, glaube ich, nicht so toll. Ich will es nicht sehen. Bin ich ehrlich, das will ich nicht. Das will ich nicht sehen. Solche Attacken aussehen. Ja, Feuerspin Blicke natürlich. Ich brauche mein Wasser-Pokémon wieder. Wie dieses Pokémon. Oh wei. So, Takioko ist jetzt hier mal. Ja, ist heute irgendwie mal der Aushelfer hier. Hält er durch. Ich will mir die Top-Beleber eigentlich. Ja, den einen Top-Beleber will ich mir noch für den Champ-Kampf aufgeben. Für den Champ-Kampf. So, Prof. Wiederbeleben. Ich brauch dich jetzt. Ja, der White ist schon etwas härter. Das ist schon eine andere Hausnummer. Schon eine Hausnummer für sich. Hypertank. Davon haben wir noch genug. Los, Prof. Hypertank. Sehr gut. Okay, Panzerfalle. Hat nichts gemacht. Dann belebe ich hier noch weitere Leute. Beleben. Wen können wir denn beleben? Ja, Rufus würde ich sagen. Der könnte mir später noch von Nutzen sein. Sonnentag. Der mit seinen defensiven Attacken. Das bringt dich auch nicht weiter. Das bringt dich schon weiter, weil wir die letzten Pokémon einsetzen und das dann nicht angreifen kann. Ja, aber
Das hilft mir erstmal, mein Pokémon-Team wieder zu heilen. Rufus. Hypertrank. Feuersturm. Janaris. Damit habe ich gerechnet. Ein Volltreffer. So, jetzt. Poff, ich würde mal sagen, Felsgrab ist sehr effektiv, die Wasserattacke nicht so sehr. Okay, da könnte man fast mit Rufus reinkommen. So, Felsgrab, versuchen wir es mal. Sehr effektiv soll das also sein. Ja, das kann man schon als sehr effektiv bezeichnen. Nicht schlecht. Drachenpuls. Okay, auch nicht schlecht. Na komm, hält's durch. Felsgrab. Tortunasaur besiegt. Also, wie viele hat er noch? Ich bin angespannt. Rufus und Prof, ein neues Level. Sehr gut. Libeldra. Ich kämpfe erstmal weiter. Libeldra. Sein letztes oder sein vorletztes Pokémon? Sein vorletztes. Ja, Fesselbiss. Versuchen wir es mal damit. Erzbeben. Auwei. Ja, gut. Dann wird's Blackie effektiv dagegen. Gegen Erzbeben-Attacken. Blackie effektiv. Mordorf nicht sehr effektiv. Oha, oha, oha. Auweia, auweia. Ja, Mordorf mit Risikodecke. Wir können es versuchen. Das ist hoffentlich nicht mein letztes Pokémon. Nee, Rufus habe ich, glaube ich, noch parat. Auweia. Los, mein Starter-Pokémon. Du schaffst das. Risikodecke. Risikodecke ist eigentlich eine ziemlich blöde Attacke. Durch den Rückstoß ist das jetzt nicht so super. Sandsturm, okay. Das ist deine Attacke. Ja, gut. Weht, ihr Winde, weht und beschwört den Sandsturm herauf. Ja. Geschenkt. So, Risikodecke. Na komm. Attacke. Mach's alle. So geht's auch. Da war's noch eins. Sehr nice. Rufus haben wir noch die Sicherheit. Duraldon. Duraludon. Kämpfen weiter. Ich werde gegen Gideon gewinnen. Also besiege ich dich jetzt erstmal. Okay. Das sieht wieder nach Dynamax aus. Also, ich geh mal. Top-Genesung. Das werde ich nötig haben, wenn der jetzt Dynamax wird und ich noch klein bin. Ja, wer hätte gedacht? Weg, ihr Winde, weg! Ein Partner wird jetzt aus dem Stadion, jeden aus dem Stadion pusten. Ich folge ihm gleich nach. Giga Dynamax Modif. Das Hochhaus Pokémon. Ich glaube, das hatten wir auch schon in der achten Arena. Auwei. Und der greift natürlich sofort an. Deiner Brocken. Au, scheiße. Ja, nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Ich greife, glaube ich, mal hier mal ganz schnell an. Sofern ich noch kann. Lohnkanonade. Na komm. Oha! Das ist ja jetzt. Ach du Schande. Das hat ja was gemacht. Da musst du nur einmal diese Attacke aushalten und hat nur 2-3 KP. Na großartig. Rufus, kriegst du das gebacken? Das ist jetzt eine riskante Sache. Aber komm, wir riskieren uns. Einäschern. Na komm, deiner Brocken. Halt durch. Bitte. Na komm. Puh. Okay, Einäschern. Nice. Damals. Sehr knapp, aber wir haben es geschafft. Puh. Besiegt. Eine Netherwai wurde besiegt.
Es ist bitter, kurz vor dem Finale zu verlieren, aber ein Selfie lindert den Schmerz. Du gewinnst 17.600 Pokémon-Dollar. Historisch aus dem Kampf gegen Y im Finalturnier hervor. Zwangfuss hat den Sieg errungen. Ich fass es nicht. Ich war so stolz auf die Fortschritte, die mein Team und ich gemacht haben. Und dann kommst du auf einmal mit deinem Team an. Und das noch tausendmal besser ist. Unglaublich, wie viel du in so kurzer Zeit dazugelernt hast. Ich gehöre noch längst nicht zum alten Eisen, aber es ist immer wieder erschreckend, was selbst ein kleiner Altersunterschied ausmachen kann. Du hast eine strahlende Zukunft vor dir. Lass jetzt nicht locker und zeig Stelion. Die goldene Nummer 42, Zwergenfürst, hat einen unfassbaren Sieg eingefahren. Sie wissen, was das bedeutet, liebe Zuschauer. Der Trainer, dem Delion selbst eine Empfehlung für die Arena Challenge gegeben hat, wird nun beim Champ-Match gegen ihn antreten. So sieht's aus. Hier, das ist das Ergebnis des Finales. Großartig, da habe ich mich gegen die Top 4 hier, ja, sozusagen, bewiesen und kann jetzt im nächsten Part wahrscheinlich, ja, im nächsten Part zum Champion Delion vordringen. So sieht's aus. Hey, gleich ist es soweit, was? Ich werde der lauteste Fan im Stadion sein. Jetzt muss ich mich nur noch entscheiden, wen von euch beiden ich anfeuern soll. Mich doch hoffentlich. Meinen großen Bruder oder meinen Rivalen? Puh, das ist echt keine leichte Entscheidung. Gotham. Was sagst du? Du meinst, ich soll Zwergfürst anfeuern? Ja, dazu habe ich auch tendiert. Schließlich haben wir so viel zusammen erlebt, seit wir in Fullingham los aufgebrochen sind. Eigentlich gibt's da gar nichts zu überlegen. Naja, das ist jetzt auch hier, das ist auch wieder die Taktik von den neuen Rivalen jetzt hier in der neuen Generation. Die Rivalen in ersten Generationen, erste, zweite, dritte Generation, vierte Generation vielleicht noch, die hätten gesagt, los, geh rein und verreck. Ich feuere dich nicht an, ich feuere den Champ an. Du hast keine Chance zu gewinnen. Mach das Unmögliche möglich und schlag den unschlagbaren Champ. Du musst gewinnen. Gortrom. Gortrom fällt mich auf jeden Fall an. Ja gut, dann würde ich mal sagen, Däumchen nach oben sollte euch dieser Part gefallen haben. Das, die zweite Hälfte des Champ-Top 4, des Champ-Turniers, wenn man so will. Ja, ich hab's schon gesagt. Wenn man so will, die zweite Hälfte im Top 4. Ja, im nächsten Part geht's an den glorreichen Champ-Kampf gegen den unschlagbaren Champ. Werden wir ja mal sehen, wie unschlagbar der so ist. Na dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Part. Seid da wieder mit dabei. Ja. Man sieht sich. Haut rein. Ciao, ciao.